Hallo und willkommen zur Staffelfinalfolge 12, zur abschließenden Folge in der allerersten Staffel unseres Let's Plays. Und es gab ja einige Veränderungen in der letzten Folge. Es gab keinen Kampf, weil das alles so aufregend war. Und jetzt reden wir nochmal mit diesem Blaubart-Boss hier, was er von uns will. You have entered the diamond business. In fact, you did it with a bang. Your quarrel with the Legion doesn't concern me. Trading partners come and go. You can fight. That interests me. I'd like to ask you a small favor. It's a task for which I think. Gefallen? Klar, immer. Fragen wir erstmal, was er will. My right-hand man Luigi has been stupid enough to get himself thrown in jail. I need him back here to run my business while I... Well, let's just say... Flitterwochen nennt man das. Without destruction. I need you to break into the good place where they are keeping him and bring him back to me. Good place. He will be handsomely. Was ist der good place? It's something between a state prison and a private concentration camp. Its director gets government grants for his But I know he's involved in the slave trade as well. Wie gesagt, für mich alles jetzt I neu. I may not be an angel from heaven, but there are things I would not do. For example. Jawohl, ein ehrbarer Drogenboss, nein, Diamantenboss. Ja, machen wir. Achso, ich muss es gar nicht sagen, sondern ich muss es einfach tun. Plans for taking over the diamond industry. I'm also doing business with big buyers like your friends from Adonis. However, sometimes business interest outlives friendship. If you know what I mean. Das verstehe ich. They pay good money and don't care where the diamonds come from. They're trying to corner the market, but the black market is too... Jack Hammer runs the good place. Ah, das ist da unten. Ja, ja, natürlich. Das ist der schwerste Kampf im ganzen Spiel. And the only way out is if he sells you. Ja, ja, ja. Interessant. Und was hat er zum Mate für zu sagen? He's an extraordinary man. All I can tell you is, Bubu, dinner is ready. Oh, come in, darling. Bubu. Just give me a minute. You shouldn't talk about the measure on an empty stomach. You said yourself it is bad for your digestion. She's right. Ask me again when you are done with that little favor. Okay. You'll be kind enough to bring Luigi back. Das hat mir komplett gefehlt im ersten Durchgang. Let's go. Stattdessen, ich kann es sagen, habe ich die Villa dem Erdboden gleich gemacht und schöne Dinge gefunden, aber das war irgendwie anders. Vielleicht habe ich da vorher schon... Alles schon interessant. Kann ich hier Sachen klauen? Stört das jemanden? There is no sign of the necklace we are looking for. Schade. Das stört niemanden, hier ein bisschen rumhacken, hier noch ein bisschen. We're moving. Aber das kann ich gut gebrauchen, weil zur Erinnerung, so super sind unsere Finanzen nicht. Und wir müssen ja in einigen Tagen schon wieder Sold zahlen. Aber in einigen Tagen, in wenigen Stunden, das ist ja immer ein Tag hier, kommt auch unsere Verstärkung an. So, dann würde ich sagen, holen wir uns in dieser Folge, dass das schneller gehen soll, ja, wahrscheinlich schon, aber ich möchte noch diesen Sektor hier erobern. Let's move. Genau, und schauen wir uns den an. Savanne. Nacht. Hitze. Keine Infos. Gut. Wie üblich. Ready. Kriesing und Lodger an die Front, yes, damit da nichts schief geht. Heading out. Vielleicht wäre es auch gut, ich würde sie... Let's go. Aber das dauert mir zu ewig. Wenn sie deswegen wo drauflaufen, dann soll das so sein. Nein, soll das... Oh, hier, das sieht ja schon so aus, als würde es explodieren, oder? Hier.
Da schicken wir mal vorsichtig den Lodger vor. Oder ist das einfach eine Campsite? Man kann natürlich auch auf Tiere treffen und das ist dann gar nicht gut, wenn die zu viele sind und man nur zu einst. Das Sprachzentrum ist deteriorating. Ah. Ja, das könnte tatsächlich, könnten das Viecher sein. Bis hierhin hat's ja nicht bum bum gemacht. Heading out. Jetzt laufen die natürlich auf einem anderen Weg. Da hätte es durchaus bum bum machen können. Bisschen unvorsichtig, was ich hier gerade mache. Oh, noch eine Waffe. Bauteile mit Buns. Und Nivek hackt alles. Ah! 1500. Ist hier noch irgendwas? Nö, ich glaube, das war's. Finde ich aber auch gut, dass da eigentlich in jedem Sektor wahnsinnig viel los ist. Es gibt auch welche, da ist deutlich mehr zu finden. Dann läuft auch schon mal ein Krokodil rum. So, ich habe keine Erinnerung, ob es hier einen Kampf gibt. Immerhin ist ein Gebäude dort. Aber mittlerweile sind unsere neuen Rekruten angekommen. Huh? Was? Nein. Das ist blöd, dass ich hier oben umschalten muss. Das ist echt dumm. So, jetzt sind die da. Und hier habe ich ja auch noch... Was ist das? Ach nein. Ach, das war die Lieferung. Ei, und jetzt kommen erst meine Söldner. Okay, kapiert. So, dann sind doch die hier schneller gewesen, aber da ist auch nichts Schlimmes. Gut, also zumindest kann schon ein Gegner dort sein, aber zumindest dieser Hafen ist frei. Let's move. Und wo haben wir die Kräuter gefunden? Hier. Wow, auch wieder so ein Weltkriegs. Ah ne, es ist nur eine Wasserpumpe. Ich dachte, es sei ein Maschinengewehr. Let's go! Let's go! Ich hoffe, dass hier nichts vermint ist. Order accepted. Sieht nichts aus. Vielleicht oben drin. Yes? Sure. Hier ist was. I was hoping that one day I'd earn enough money to visit Lally's Rouge. But you know what some guy did? He just went there and kidnapped the prettiest girl in the prophet. Just like that. Also es ist wieder die Molly, die hier referenziert wird. Going. Da geht's noch mal hoch. Hier geht's noch rein. Was ist denn das hier für ein... Ach, das soll so eine Art Leuchtturm sein. Certainly. Okay. Da wird aber nichts sein, oder? Aber cool, dass man da auch noch draufsteigen kann. Aber hier ist einfach nichts. Oder? Nee. Irgendwas ist doch da. Ach so, einfach Etage runterschalten. Okay. Jetzt sucht er sich einen Weg zurück. I will lead. Und der Rest fragt sich, was machen wir eigentlich so? Was wir aus Kräutern finden. Und dann gibt's endlich mal wieder einen Kampf. Weil Grunty wäscht sich ja nie, weil, also außer er ist verblutend mit seinem T-Shirt, alles voll. Und wenn er lange nicht mehr getroffen wurde, dann fängt er an zu müffeln. So, da ist nichts. Dann holen wir uns. Aber wir haben jetzt, ja, kann sein, dass wir die hier noch irgendwie erobern müssen. Das finde ich aber komisch. Ich glaube, dass wir jetzt auch hier Leute anlanden lassen dürfen. Ganz sicher bin ich mir nicht. So, wer ist Erster? Wir, ganz knapp.
6 gegen 5, 2 sind Hunde oder Hyänen. Da würde ich es tatsächlich mal. Aber automatisch auflösen sorgt immer für Pain, das mache ich nicht. Es kann echt, dann hast du da Wunden bei einem Kampf, wo du gar nicht verlieren kannst normalerweise. Nee. Ich gehe es mal ein bisschen ins Risiko und spiele ein bisschen schneller. Ja, hide and they will seek. Was ist das Daily Cheyenne Newsletter, was? Lesen wir sofort. Ah, ein Sanatorium organisiert eine Blutspendenaktion. Die rote Tollwut, ja, ja. Ist so eine Art Zombie-Krankheit. Und dann gibt es einen Kult der Alten im Chalet de la Paz. Ich weiß nicht, ich kann kein Französisch. Also schon interessant, da sind gleich zwei Quests angeteasert. Vielleicht drei und ich habe es noch nicht gemerkt. So, wo sind denn die Gegner hier? Und was ist hier los? Da muss doch irgendwas sein. Da hat jemand gespielt. Wir haben jetzt den Bolzenschneider. Ach, hier sind die Bösen. Ach, da sind die Bösen. Das ist ja. Okay, das war nicht so geschickt. Ich bin auf irgendwas draufgetreten. Aber. What? Ich sag's mal so. Um Gottes Willen. Da sind wir voll irgendwo draufgetreten. Hier war eine Mine. Ach du Heilige, schaut euch das Unglück an. Oh ja, aber das schaffen wir trotzdem. Erstmal ein bisschen auseinanderziehen. Die kommen jetzt. Ja, ist ja gut. So. Wir sind hier am gefährlichsten. Die Hyänen. Ready to shoot. Animal taken down. That was a beloved pet, you bastard. Können uns nicht mehr gefährlich werden. This is Grunty. Grunty. Enemy agent in the open. Oder besser auf ihn hier. Da kann er nicht schießen. Trifft er nicht gut? Was ist mit ihm hier? Das sieht besser aus. Ja, schießen wir ihn mal langsamer. Lodger. Sehr dramatisch das alles. Nieweg, der kommt gar nicht in Schussposition, aber von da kann er schießen, wunderbar. Ah, der hat die Diamanten. Sehr gut. Yes. So. Target locked. So, Kriesing, auch ohne Maschinengewehr schaffst du das doch. Ach Gott, der war noch auf ganzes Magazin Leerräumen ausgerichtet. Okay. Das war ein bisschen Overkill.
Gebe ich zu. Und Buns hat noch nicht. Buns ist jetzt... Perfect. Ja, ich weiß. Buns muss jetzt den hier... Ja, es gibt noch einen Streifschuss, das machen wir anders. Na, verarzten oder nicht verarzten. Wichtiger ist, glaube ich, ihn hier mal abzuwehren und dann zu verarzten. Also ist... ja, da hat jemand sein... Ja, sehr gut! Top nicht gemacht. Jetzt schießt er allerdings... Nein, sie kommt... Yes! Die Buns hat's gerettet. So. Aber bevor jetzt irgendwas tut, liebe Leute, lasst mal den Lodger vor, der irgendwie seinen Job hier nicht gemacht hat. Und der Mo hat's am besten... Ja, jetzt... Ja, okay. Also, alle mal hier aus der Gefahrenzone. Und Lodger guckt sich das jetzt mal an. Blöder Minenüberfall hier. Ui, ein Gegengewicht für Nahkampfwaffen. Nicht schlecht. Sowas macht dann eine Machete oder so sehr effizient. Also das ist echt ein schöner Fund. Aber teuer erkauft. So, und wir kriegen Diamanten. Ich glaube, ich sollte noch vielleicht einen zweiten Arzt noch leisten. Die verkaufen wir gleich. Da gibt es echt keinerlei... Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Zusatzgeld. Ich hoffe, man braucht das nicht irgendwann. Ja, teuer erkaufte 12.000 Steine, sage ich euch. Sonst ist hier wahrscheinlich nichts mehr. Sieht nicht so aus. Meine Herren. Ja, wenigstens haben wir ein paar Kräuter auch gefunden. Aber ein richtiger Kampf war das ja nicht. Das war ja mehr eine Tretminenbegegnung. Aber wir werden uns jetzt an Ort und Stelle verarzten. Und Gott sei Dank ist der Einzige, der nicht verwundet wurde, Mo. Genau. Und der... Achso, und wir können nur drei gleichzeitig, das ist ja auch doof. Dann nehmen wir noch den kaum verletzten Kriesing, der hat sogar eine Chance, dass sich die Wunden dann von selbst heilen. Dann habe ich was falsch gesehen, egal. Kann er sich selbst auch heilen? Ach, das geht. Stimmt, das ging ja eigentlich bei früheren auch, ja, umso besser. So, und jetzt? Hä? Das ist echt irritierend, dass man hier oben umschalten muss, statt einen Doppelklick auf die neue machen zu dürfen. So, jetzt haben die hier, die wollten wir nicht plündern. Haben hier die Gegenstände? Ah, das war bei der Kalina blöd, die ist zwar eine Mechanikerin, aber ihr seht's ja. Hm. Barry, das wäre eher der Frontkämpfer. Und die Kalina ist ja auch ganz... Ich habe ein Gewehr. Ja, dann kriegt ihr mal die Rüstung. Und die Kalina ist, glaube ich, auch eine Ärztin, oder? So. Weil die möchte ich... Weil irgendwann kommen jetzt auch mal die Gegenangriffe. Die müssten irgendwann mal anfangen. Hier habe ich natürlich noch Medizin liegen. Aber ich fürchte eh, dass der Sektor über kurz oder lang mal angegriffen wird. Und dann müssen wir uns ihn eh wiederholen. Dann liegen die bestimmt noch da. Nee, dann gehen die mal hier in das Dingens. Journey is done. I'm ready for the next quest. Und fangen hier an mit der Milizausbildung. Genau, zu zweit. Und wie geht's uns hier? Jetzt ging's anscheinend mit dem Anklicken. Irgendwas mache ich falsch, vielleicht darf ich keine Doppelklicks machen. So, die werden noch verarztet, richtig? Oder nicht? Sollzahlung. Feindlicher Trupp erreicht H7. Dann müssen wir das alles mal... Nee, die werden noch verarztet, okay.
Jetzt sind sie bis auf Bans wieder geheilt. Oh, oh, oh. Und da haben wir den ersten Gegenangriff. Mitten. Uiuiui. Ui, ui. Da habe ich irgendwie nicht so ganz ernst genommen. Ich hab gedacht, die hätten mehr Zeit. Jetzt kämpfen 4 Rekruten und 2 Söldner gegen 10 Angreifer. Ich glaube, da habe ich keine Chancen. Es ist die Frage, auch mit Blick auf die Uhr. Mit automatisch auflösen habe ich wahrscheinlich gar keine Chancen, oder? Gibt es hier irgendwie eine Kampfvorhersage? Nö. Warum eigentlich nicht? Ich glaube nicht, dass sie Chancen haben, aber es wird der schwerste Kampf, den wir bislang hatten. Ach, du Heilige. Gut. Wo greifen die an? Von hier. Da ist quasi ihr Ankunftsort. Was sie stark verbessert haben, wenn ich das so sehe, oder ich täusche mich, es kann auch sein, dass ich mich freier aufstellen kann, weil das fand ich so dämlich in der Vanilla-Version. Ich glaube, das haben sie nachgebessert. Aber die Frage ist ja jetzt, wo kämpfe ich am besten? Und ich glaube, und da darf ich ausgerechnet nicht hin, dass ich wahrscheinlich von diesem Balkon runter ja noch die besten Chancen habe. Oder hier an der Mauer, da sind sie auf beide Seiten gedeckt und können feuern. Ich denke, das ist fast besser. Da können sie sicherlich durchschießen. Sind hier gedeckt. Ja, und die kommen von da. Ach du Heilige. Gucken wir mal. According to the fairy tales, we need an epic quest to do. Müssen wir einfach warten, wo sie kommen. Ja, wie kommt er jetzt? This animal has been touched by some evil. Jetzt wird er quasi, dieser mutige Rekrut kämpft jetzt allein auf weiter Flur. Ich kann nur hoffen, dass die anderen es noch merken. Also 4 Rekruten haben wir und uns beide und guckt mal, was die machen. Die KI, oh Gott. Ja. Die Kalina ist auch eine Sniperin, hatte ich fast vergessen. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir da Chancen haben. Ich kann jetzt auch nichts Sinnvolles tun. Wir werden jetzt zusehen, wie der Rekrut da oben abgeschlachtet wird. This is not good. Ohne irgendeinen Schaden zu machen. Das war's schon für den ersten Verteidiger. Vielleicht schaffen sie ja 1 oder 2 Hyänen zu beseitigen, wenigstens. Dramatisch, wie wär's mal mit Schießen? Nur so als Beispiel für Handlungsoptionen. Ja, ist auch noch Nebel. Aber wenigstens haben sie jetzt den Schuss gehört und scheinen was zu tun. I shall not make a noise. Bloß bis die zu mir kommen, vergehen ja 3 Jahre. Oh Gott. Ja, wenn ich Glück habe, Messerkämpfer, die hier kommen, dann kommen sie nicht sofort zu mir durch. Ich bleib mal ganz ruhig. Das war der nächste Verteidiger. Oh Mann. Ach du Heilige, die gehen jetzt alle nach links. Okay. Das sind Messerkämpfer, sie gehen nach links. Judge! Das war so ein Vorrücken und Schießen Spezialdingens. Oh, das war jetzt ein richtiger Angriff. Könnten wir zumindest versuchen, ihn zu schnappen.
während die noch beschäftigt sind, weil sonst kommen die alle aus allen Pult irgendwann mal bei mir an. Go to your positions. Und wir haben immerhin noch zwei Verteidiger. Okay. Also, das ist ein Scharfschütze. Dann versuchen wir, an den ranzukommen. Ja, ich weiß, ich gebe meinen Plan auf, aber... Ich meine, was soll ich denn tun? Wir haben eine gewisse Chance, dass sie uns nicht gesehen haben. Oder nicht sehen, noch haben sie uns nicht gesehen. Und der Barry hat auch Granaten. Ich gebe mir ernsthaft eine Chance von etwa 10% bei dem Kampf, aber sie ist nicht null. We have enemy. Je suis blessé. So, er kommt nochmal zum Schuss. Nein, schieß doch wenigstens das Vieh ab! Und er schafft's noch nicht mal, dieser Depp. Okay, und jetzt zieh die weiter zu sich, das ist gut. Wir müssen halt nur den anderen hier finden. Bleib mal von denen weg und hoffen, dass der irgendwo hier noch ist. I shall not make a noise. To become hard to see. Let's avenge us, your courage! Das ist meine letzte Hoffnung, dass einer schießt und friendly fire verursacht. Schade. Es war aber gut durch die beiden durchgeschossen. Da würde ich mich ja bedanken. The last recruit. Ja, das hilft natürlich, sich auf die Hyänen zu bewegen. Und damit ist der auch aus dem Spiel. So. Jetzt habe ich immer noch die Hoffnung. Irgendwo hier ist der Scharfschütze, aber wenn der gerannt ist, as silent as a spirit in the woods. Da müssen die Hyänen jetzt sehr versagen. Wie er sich noch mannhaft dem neuen Attacker zuwendet. So, jetzt wissen die Feinde nur, dass sie noch Feinde im Sektor haben. Sie wissen aber noch nicht, wo. Also meine Hoffnung, ihn zu erwischen, war eben hier. I shall not make a noise. Aber der ist weitergerannt. Okay. Dann Planänderung. Jetzt geht's darum, in meine Festung zurückzukommen. Yes? Okay. Weil das war schon eine gute Stellung. Im Balkon haben wir halt das Problem, wenn einer unter mir durchrennt, dann hat er mich von hinten. Ich kann mit zwei Leuten das unmöglich aufhalten. Hier haben wir das Problem, dass Hyänen reingelaufen kommen, aber das halte ich immer noch für besser. Wir müssen sie halt früh genug sehen. Alright. Ich laufe jetzt bewusst hier außen rum. Going. Still undetected. Kalina here. We have agreement. Ich
Keine Ahnung, was würde ich normalerweise auswürfeln lassen, aber da hätten wir überhaupt gar keine Chancen, auch noch auf Impossible. Aber ich denke, das ist ehrlich gesagt, ihr seht mal eine Niederlage. So. Also, Kalina. Naja, hier haben sie natürlich einen toten Winkel, aber so schlau sind die Feinde nicht. Die kommen hier angelaufen. Ja, oder aufs Dach und das Beste offen, weil ich glaube, die Hyänen können nicht klettern. Ja, aufs Dach ist, glaube ich, noch besser. Auf dieses Dach hier. Das ist, da haben wir... Understood. Haben wir die Höhe als Vorteil. Hello. Moving, as of this moment. Und die Hohladung haben wir auch noch, also... Oh Gott, das sind so... Ah, wenn die als erstes kommen... Die hat uns wohl schon aufgespürt, das ist aber gar nicht blöd. Dann sind wir gleich auf dem Dach und die Hyänen bellen ein bisschen. Aber wir müssen dann schon aufs Dach hochkommen auch. Yes? Und die sind schnell. Aber hier sind wir schon oben. May Baba Yaga not take me this fight. So. How can I assist? Und Barry. Barry schafft das leider nicht. Doch, schafft es auch. I am in movement. Da ist schon der erste Messerangreifer, aber die Hyäne, die können wir eigentlich ignorieren. So. Also. Da ist der erste Feind. Jetzt gucken wir mal, wie wir das gelöst bekommen. Da ist noch einer. Ja, die sind auch recht schnell da. Dann. Ne, das ist der Feind. Da habe ich mich nicht gesehen. Melini hier. Gut, dann Melini. I have the villain in my sights. Zeig mal, was du kannst. You have a good shot. Das ist halt kein Mo, gell? Barry Unger. Hier versperrt er auch so ein, dass so ein Messerstecher gar nicht hochkommt, wenn mich nicht alles täuscht. Das sieht ja super aus. Und jetzt lernt Jörg gleich, dass wir hier klettern können. Nee, die kann schlichtweg nichts ausrichten von da. Aber die machen noch Sorgen, die beschießen uns nämlich dann gleich von oben. Hello, evildoers! We are here to vanquish you! This should do it. Durch den Nebel nur ein Streifschuss, aber das hilft uns auch gleich, wenn sie gegenschlagen. How can I assist? I have good odds of hitting enemy. Machen wir ihn mal langsamer. Unterdrückt und auch noch langsamer. Das reicht. Nee, Streifschuss reicht nicht, Mist. Gut. Zumindest schießt er jetzt schlechter als vorher. Das könnte uns zusammen mit dem Nebel helfen. Oh fuck, da ist schon der nächste.
Das ging ja schneller als gedacht. Cadê vos dons? So. Jetzt gucken wir mal, ob wir die so. Ah, das war diese. Darum war die. Guck mal, das ist so geil. Jetzt passt mal auf, was jetzt passiert. Der wirft so gekonnt eine Granate, dass auch die Kalina getroffen wird. Die hat doch. Die war doch außerhalb vom Kegel. Sonst hätte ich doch nicht geworfen. Guckt's nach, geht 10 Sekunden. Ich meine, es war natürlich totaler Schwachsinn, aber laut der Anzeige hätte ja nichts passieren dürfen. Fuck! Ach Gott. Ja, Barry, hast du toll gemacht. Ja, das bringt gar nichts. In dem Fall. Good position to shoot. Vor allem, da ist einer, der kommt dann von hinten und schießt uns irgendwann hier in den Rücken. Explanation how this occurred. Die kommt doch gar nicht an uns ran, oder? Ja, vielleicht dann oben durch. Vielleicht ist das die beste Idee, die ich in einer langen Zeit hatte. Oder vielleicht war es auch die letzte Idee. So. Aber jetzt zeig mal, was du kannst hier. Kopftreffer wäre jetzt angebracht. Ja. Nein! Let's move out. Kommt die da durch? Durchs Fenster hoffentlich nicht. So. Hello. Was ist denn mit dem Barry los? Warum darf der sich nicht bewegen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, der hat keine gültige Waffe gerade, darum. Das gucken wir mal. Da ist ein schlechter. Nee, du sollst dich hierhin bewegen. Da kannst du von hier direkt schießen. Du machst halt keinen Schaden, gell? Aber ich habe noch. Meine einzige Chance sind die Rohrbomben, aber wenn ich das nur für einen Gegner verwende. Aber wenn er nicht mehr drankommt und nicht mehr lebt, bringt es mir auch nichts. Ich mache jetzt Folgendes. Und ich sag mir einfach, die Hyänen machen mir nichts. Und irgendwie trifft dieser Angriff. Genau. Wow.
Der Schlachter freut sich. Das war Pferdefleisch. Killing is bad. I hope the Lord forgives me. Ja, ich hoffe es auch. So, und jetzt kann er noch diese Scheißhyäne töten. So, nicht, dass die doch noch aus dem Fenster springt. Was sind denn das? Das sind doch viel mehr, als es vorher waren. Ich kapiere gar nichts mehr. Gut, Kalina. My gun is not a magic wand, you know. Na, das ist sinnvoll, die sollte ich mal weiter verbinden noch. Hello. Barry macht das schon. Es waren noch viel mehr echte Angreifer. Und die können halt da nichts ausrichten. Ich meine, ich erschieße sie gerne. I have no clear shot. Aber wenn ich aufstehe, hast du den hoffentlich. Ging doch gerade auch, genau. It is okay. Sometimes I get distracted too. Kalina here. Ist immer noch nicht fertig mit dem Verbinden, oder was? Das müsste doch fertig sein. Ich frag mich ja, wo die anderen Gegner hocken. Ah, die kann immer noch nicht. Okay. Da ist irgendwas passiert. Da hat einer, glaube ich, was werfen wollen. Oder nee, es war in Brand geraten, der Generator. Gut, da ich immer noch keine menschlichen Gegner sehe, macht Barry mal mit seiner Hyänentöterei weiter. I dislike taking life. But sometimes it's necessary. Der kriegt total die Wissensbisse. So. Das war so blöd, dass ich die Kalina damit erwischt habe. Das hätte ich natürlich anders gelöst, wenn das nicht so gut ausgesehen hätte. Wo sind die echten Gegner? Ist sie jetzt endlich mal fertig hier? Ah ja, ach so, die verbindet sich natürlich. Ja, ja, das Stück muss sie noch verarzten. Also die Blutung war sofort gestillt und seitdem repariert sie ihre Hitpoints. Ja, aufstehen wieder. Das war natürlich dumm. Was mache ich denn? Hier muss ich doch hin. Hallo. Aber ich schätze meine Chancen jetzt gerade auf 50%, ganz ehrlich. Weil die sich zu lange Zeit lassen. Wenn die gleichzeitig gekommen wären, das wäre es gewesen. Weil jetzt in der nächsten Runde ist sie verarztet. Und Barry hat noch zwei dieser fantastischen, ich glaube, auf ihn beschränkten Super, also wegen dem Kegel, Rohrbomben.
Fies wäre es natürlich, wenn die irgendwie da hinten durchkommen und mich dann im Rücken erwischen, aber jetzt gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus. I will shoot at enemy when available. Die hat keine Zweitwaffe, oder? Nee. Tiger, watch over our party. Das ist einfach das Beste, was ich machen kann. Jetzt, da kommt einer. Dann schauen wir mal. Das könnte für sie ein lösbares Problem sein. Das ist auch der Scharfschütze. Da wäre es am besten, dass ich ihn... Das wird eh nur ein Streifschuss. Oder... Probieren wir es mal so. Das ist dieser... kritische Treffer, wenn der sich nicht bewegt. Very ungern. Und für den Fall, dass er sich bewegt. Boah, das war ja geschickt hier. Machen wir hier dich. Dann kommt wahrscheinlich einer von links, aber das werden wir dann schon noch sehen. Er bewegt sich, dummerweise. Oh, fuck. Aber er ist noch sichtbar und darum hat er den Schuss abbekommen. Ist nicht das Nicht-Bewegen, sondern noch im, also mit der Linie verbunden sein. Sehr gut, auch wenn sie schon wieder jetzt ihre... Und sie wird jedes Mal auch schlechter, aufgrund der Regeländerung, die wir zugeschaltet haben. Aber schauen wir mal. Oh, oh. Wie viele Punkte hat sie... in die Knie gehen, dass sie ihn überhaupt sehen kann. Und dann gib alles. Yes! Fight just like my sister, only less Hungarian. Ja, Barry. Und du musst dich jetzt entscheiden, wohin du verteidigst. Ja, die Folge wird zu lang, aber sie ist spannend und es ist die Finalfolge. Ich schätze meine Chancen auf 51%. Nee, nicht den Barry. Der hat gar nichts. Dich selbst sollst du. Ach, how can I assist? Ah, da darf man nicht hin. Geh halt wieder dahin. So. Da kannst du mich hier sichern. Ach, sie hat nur eine Wunde bekommen, aber sonst fehlt ihr gar nichts. Das ist ja auch beruhigend. Ja, dann leg dich wieder hin, dass du schlechter gesehen wirst. Ich habe leider nicht mitgezählt. Es müssten noch so drei Gegner sein, oder? Barry Unger. Es ist leider die beste Strategie, nichts zu tun. Es tut mir auch leid. Ja, da kommt wieder einer. Und auch ein Scharfschütze, also ein Speer dummerweise. Das ist nicht gut. Die Frage ist. Yes? Ja, ich kann wieder mein Dings ansetzen hier. I have the villain in my sights. Genau. Und der Barry, was macht der?
Wenn sie ihn nicht trifft, muss er näher dran, um irgendwie seine Sprengladung, seine Hohlladung zu werfen. Wenn ich Pech habe, steht dann aber unten schon einer vor der Tür. Gehen wir mal hier hin, da sind wir auf zwei Seiten zumindest gedeckt. Und versuchen, möglichst großen Kegel abzudecken. Na Gott, bringt alles nichts, wenn einer von hier kommt, das kann durchaus sein. Shoot! Drive these foreigners back where they came from! Der ist Toast. Ah, fast. This should do it. So. Yes. Muss er sich nur wieder verarzten. Und Barry. Barry Unger. Barry ist hier ganz gut gedeckt. Yes. Naja, nicht wirklich gut. Gibt's da noch was Besseres? Nächste Runde? Ja, hier. Außer es kommt einer von hier. Ich kann nicht alles machen. I am seeking cover. Kalina hier. Gut, dann darfst du dich verarzten. Ich bin froh, dass ich den Kampf gestartet habe, weil das sind Jagged Alliance Gefechte. Es geht um was. How can I assist? Es ist nicht Mo Seed, knipst, Ende. So, da kann es sein, dass die aus allen Richtungen kommen, aber ich hoffe mal von da. Yes? So, und jetzt, hier ist er, das ist so das Beste, was er machen kann. Und die Hyänen sind weg, das war schon wichtig. Sie darf trotz Verarzten zwischendurch mal kurz das Magazin nachladen. The battle is not over. There are still humans waiting in the dark places. Aber nicht mein Problem, da sollen mal die Gegner zu mir kommen. Hello. Ah, aber da wir jetzt von Messerkämpfern reden, sehe ich Barry zurück, weil das einfach die Chance erhöht, dass sie nicht an ihn rankommen. Und sie bleibt knien, weil sie da mehr sieht, oder? Nein, nicht Einzelschussüberwachung. Let's wait and see. Ein guter Söldnerführer hat Geduld. Wir werden schon irgendwann kommen. Ich verliere mich diesen Sektor, nur weil wir von 54 Minuten lang auf Sendung sind. Die kommen schon. Ah, wobei, jetzt fällt mir gerade ein, ich könnte mir mal, vielleicht gibt es hier noch irgendeine Waffe oder sowas. Das ist mir das Risiko wert. Ah, aber bitteschön, warum seid ihr nicht im Fleischmodus? Jetzt seid ihr es wieder. Und sie kann ihm ein bisschen Deckung geben. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Ja. Schon mal nicht schlecht. Moving quietly. Jetzt wird er von der Kalina entdeckt und erschossen. Nein, nein. Still undetected.
So, jetzt müsste das, ist nah genug eigentlich, ihr geben können. Nee, noch nicht. Nein, du sollst da oben bleiben. Das war eine Fehlbedienung. So, du sollst zu ihr kommen. Ja, da kommen natürlich auch die Gegner überall hoch. Trotzdem, das war das Beste, was ich tun konnte. Das habe ich echt gut gelöst. So. Nein, du sollst hier bleiben, nach wie vor. Ein bisschen Sport, genau. Ist der Barry verletzt? Ja, ein bisschen wohl. Streifschüsslein. I have gratitude for medical assistance. Going. Still undetected. Tja. Darf ich mal darauf hinweisen, dass ihr die Angreifer seid und es euer Job ist, mich zu finden, nicht umgekehrt. Allerdings, wir haben hier natürlich unfaire Nachteile. Irgendwann ist die Sendezeit einfach vorbei. Und darum muss ich jetzt eigentlich etwas machen, was ich echt nicht tun würde in der Situation. Weil kann ich noch eine Stunde hier warten. Ich könnte mal versuchen, sie anzulocken. Still undetected. Scheint niemanden beeindruckt zu haben. Okay, ich schleiche jetzt mal mit dem Barry langsam so diesen Perimeter ab, quasi. In der Hoffnung, dass da dann einer ist und ich in Deckung bin. Weil jetzt sind wir so weit gekommen, da habe ich echt keine Lust noch zu verlieren. I will move silently. Ist halt mit dem Nebel blöd. Also ausgerechnet der Situation. Ja, komm, dann gehen wir sie halt suchen. Ich hasse es. Die stehen bestimmt hier hinten rum und haben von dem ganzen Kampf nichts mitbekommen. Quietly. Also absolutes Limit, 1:10. Dann gibt es halt die nächste Staffel mitten im Kampf. When I was little, I would hide from everyone. My babusia taught me to hunt this way. Aber wenn wir sie auf einem Pulk erwischen, dann kann der Barry seine Hohlladungen einsetzen. Wenn er damit den Kampf beginnt und die stehen auf dem Haufen, das wär's. Aber die können natürlich überall jetzt sein und auch in einem Haus drin stehen. Ja, die beiden leisten was für ihren ersten Einsatz mit einem Kommandanten, den sie noch nie gesehen haben, der gerade auf irgendwelche Tretminen draufgelaufen ist. Es müssten noch so 2-3 Messerstecher sein. Können natürlich auch in einem großen Uhrzeigersinn-Radiuskreis da irgendwie mich suchen. Wir finden uns niemals. Ah, hier ist nochmal. Das Einzige nämlich, was unsere... Oh, eine FAMAS. Ja, allerdings gleichzeitig werfen zu können, ist von Vorteil. Das ist nicht schlecht. Okay. Da. 24, da hinten ist er. Jetzt nur eine Tudler.
I shall not make a noise. Sie ist von sehr angeschlagen. Sie muss. Ah, da ist entweder derselbe oder. Noch einer. Ja, und da hätten wir lange warten können. Die sind in so einem Hin- und Her-Triple-Modus nur. Gehst du in die Scheißhocke? Okay. Schauen wir mal, was unsere Chancen sind. Ja, komm, dann kommt halt angerannt. Enemy spotted! So. Jetzt legt sie sich hin. Hoffentlich geht das als eine halbe Deckung, ist besser als keine Deckung. Er müsste noch. Er müsste noch unsichtbar sein. Nee, der ist so. Oh, er ist ein Granatwerfer. Fuck. Wenn er die noch hat. Good odds of killing enemy without detection. Nee, das ist nur zu gefährlich für die Kalina. Er kommt auf uns zu, hoffentlich schießt er nicht. Das ist fast das Optimum, was passieren konnte. Dann gehe ich jetzt auf ihn zu, weil er hat sich schon bewegt. Ist ganz egal, dass er ihn sieht. Hoffe ich. Nein, es ist nicht egal, dass er ihn sieht. Der hat noch seinen Zug. Das war nur so eine Abwehrmaßnahme. Irgendwas ist ihm passiert! Okay, wir haben einen Zug, um da wegzukommen. Nutze die Zeit, Kalina. Und das müsste reichen. Baba Yaga, not take me this fight. Der hat quasi versagt. Der hat nicht dorthin geworfen, wo er wollte. You have a good shot. Und das müsste auch weit genug entfernt sein vom Barry. Und hier kann er schießen. Damit könnte er ihn ausschalten. Es ist halt unwahrscheinlich, dass er trifft, aber hiermit schaltet er ihn garantiert nicht aus. Daumen. The state of my equipment is not good. Okay. A mechanic should take a look. Das ist unter Umständen der letzte. Dann haben wir das jetzt. Perhaps something wrong with gun. I am more accurate. Perhaps something wrong with gun. Sehr gut. Yes! Und damit sind wir ab nächster Folge in der zweiten Staffel. Es gibt die Verkündung, wer jetzt dann gewinnt am Anfang der zweiten Staffel. Ich bereite das natürlich vor. Ich erinnere euch nochmal dran, Spendensumme geteilt durch 5 aufgerundet ist die Zahl der Lose. Und danach wird's entschieden. Bis übermorgen.